Schön. Schön ist es. Jo, I like that. Ah, das wird so nice, wenn erstmal das Grundgerüst steht unten und dann die zweite Etage anfängt. Und dann kriegt man, glaube ich, auch schon, also eigentlich, wenn man die Methode kennt, kriegt man jetzt schon einen ganz guten Blick dafür, wie das Gebäude hinterher aussieht. Zumindest die Grundmauer, die Grundfassade aussehen könnte. Und ja, das wird auf jeden Fall, also es macht sehr viel Spaß, das so zu machen. Genau, von Andrew Price jedenfalls, da war ich ja stehen geblieben, habe ich das, blendercookie.org oder .com oder irgendwie sowas. Von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt, auch von David Ward und so weiter. Das sind alles Leute, die machen halt Tutorials und die sind unglaublich gut, zeigen mit einer unglaublichen Sauberkeit die ganzen Sachen. Also die machen es wirklich richtig gut. Und da kann man unheimlich viel mitnehmen, auch wenn man es hinterher nicht so perfekt hinkriegt wie die und so weiter, aber man lernt unheimlich viel in nur einem Tutorial von denen. Die zeigen sehr, sehr viele Sachen und da kann ich nur empfehlen. Wer möglichst schnell oder sag ich mal, wer ein visueller Lerner ist, ja, durch Zuhören oder generell nur durch Gucken und der möglichst in kurzer Zeit sehr viel von und mit über Blender lernen und modellieren lernen möchte, muss ich das angucken. So, also ich bin ein visueller Lerner mit halt Audio, also so, ne? Versteht, was ich meine. Also ich gucke zu und dann kann ich das auch so machen. Also jetzt passt natürlich gerade ganz gut, dass diese Stelle jetzt kommt, weil das war jetzt so 5 Monate sind vergangen und ich fail jetzt erstmal richtig mit den Modifiern, wo ich mir auch immer noch nicht erklären kann, was da war. Aber das kann ich auch gleich noch erzählen, falls die Zeit reicht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, gleich ist ja zu Ende, um Gottes Willen. Jedenfalls, da lernt man so unglaublich viel innerhalb von einer Stunde oder von 2 Stunden Tutorial, kann man so viel mitnehmen, das ist unglaublich. Und man nimmt auch so viel Inspiration mit von diesen Leuten. Also im Speziellen Andrew Price und David Ward. Es ist unglaublich. David Ward auch mit Tutorials zu Armature-System und so weiter und Modellieren jetzt komme ich auf die ganzen Wörter nicht, weil die Zeit so drückt, ich sehe nur den Balken unten laufen und das ist gleich zu Ende, oh nein! Also von so organischen Strukturen, ja, also so, wenn man so Viecher machen möchte oder Hunde oder Spinnen oder was auch immer für Zeug, da ist der wirklich erste Anlaufstelle, also beide generell. Und von dem habe ich das unter anderem mit diesem System Häuser so zu bauen. Jetzt kurz zu dem Fail hier, den ich hatte. Ich wollte eigentlich einen Edge-Split drauflegen, um die Form, beziehungsweise einen Subsurf drauflegen, um die Form ein bisschen runder zu machen. Und hinterher einen Edge-Split drauflegen, um die Form so beizubehalten. Und es funktionierte nicht. Ich weiß nicht, ich habe das so in Erinnerung, dass das so ging. Aber es ging so nicht. Ich glaube, was ich hätte machen müssen, wäre alles zu nehmen und zu smoothen und dann den Edge-Split drauf. Ich glaube, so ging das. Ah, Jesus. Und das sind halt so die Fehler, die ich meine, die jetzt noch passieren. Aber ich glaube, jetzt mache ich Schluss. Glaube ich, das reicht mir jetzt für eine Aufnahme. Ich war dann so deprimiert, dass das in dem Moment nicht geklappt hat, dass ich dann keinen Bock mehr hatte und Schluss gemacht habe. Und ja, wir werden uns wiedersehen. Und zwar entweder jetzt gleich oder morgen, je nachdem, wo der Schnitt kommt. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz genau sicher. Aber wir werden uns wiedersehen und dann werdet ihr auch per Live-Aufnahme sehen, wie es weitergeht, wie das Haus so nach und nach sich entwickelt. Da werde ich vielleicht zu diesem System auch nochmal was sagen und werde vielleicht auch mal raussuchen, wo genau ich das her hatte und kann das dann da vielleicht nochmal zeigen. Und das ist wirklich ein unheimlich gutes System, aber dazu dann später mehr. Und man kann so wirklich eigentlich ziemlich einfach sehr detaillierte Häuser basteln, die wirklich viel, viel besser aussehen. Also ich kannte das schon, bevor ich Lass Bauen angefangen habe, aber Mittelalterhäuser oder generell, wie gesagt, diese europäische Häuserbauart, will ich mal sagen, eignet sich da nicht so gut dafür, um dieses System anzuwenden. Das ist wirklich so ein bisschen eher amerikanische Großstadt, so sehen da die Häuser eher aus. Und da lässt sich es dann natürlich auch dementsprechend besser anwenden. Aber ich denke mal, wir werden einen guten Mix, einen guten Mittelweg finden, irgendwas in generell moderner Hinsicht uns da hinzuschustern. Und ich quatsche immer noch, obwohl die Aufnahme längst vorbei ist und ihr guckt schön den schwarzen Bildschirm an. Aber naja, ich halte mich halt nicht an Zeiten. Auch nicht, wenn es nach Quatschen geht. Ich quatsch gerne. Ich bin so ein richtiger Quatscher. Außer früh, da quatsche ich nicht. Außer es ist jemand, der auch nicht gerne früh quatscht, da muss ich dumm Zeug reden, um den auf den Sack zu gehen. Das mache ich gerne.
Ja, dafür fängt man sich auch schon mal eine Ohrfeige ein, aber naja. Gehört halt alles dazu. Mut zum Risiko. Mut zur Lücke. Naja, so, jetzt lasse ich euch aber jedenfalls in Ruhe. Ich habe erstmal alles gesagt. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Freunde, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen bis hierhin. Und Palaver, Palaver, bis morgen. Tschüss. Hallo, es geht weiter. Es ist so komisch irgendwie. Es ist ganz komisch, wieder da zu sitzen und Las Bauen aufzunehmen. Und jetzt geht's endlich weiter mit dem nächsten Part. Und das ist irgendwie wie früher, aber es fühlt sich besser an. Irgendwie. Ich kann es mir nicht erklären, wieso. Ich weiß es nicht. So, ich bin in der. Ach nee, ich bin in der perspektivischen, ja, ich wollte schon sagen. Sah gerade so komisch aus. Ja, ich habe heute das Infovideo. Quatsch, das Infovideo sei schon das. Na, sag schon. Commentary fertig kommentiert. Wo ich hier so noch hinterher drüber kommentiert habe. Und jetzt geht es weiter wie gewohnt. Live und ungeschnitten. Und unzensiert. Und FSK frei. FSK ab 0. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier an dieser Frontpartie des Hauses weitergeht. Ich muss mir erstmal kurz einen Kopf machen, ob ich jetzt oben weitermache oder unten. Ich glaube, ich lasse unten erstmal so. Und werde jetzt weiter am Übergang zur ersten Etage machen. Ich denke, das könnte das Beste sein. Mal gucken, wie ich das mache. Ich hoffe, dass mich jetzt kein großer Krach oder ähnliches stört. Allgemein. Der mich jetzt hier irgendwie abhält davon, irgendwas Schönes zu machen. Was mache ich da eigentlich gerade für einen Quatsch? So, das wollte ich machen. Zip. Ach, warte mal. Huch. Da fällt mir auch ein, das habe ich auch die ganze Zeit vergessen zu sagen. Ich bin noch in Version 2.66. Ich habe keine Ahnung, was die aktuelle Version ist. Das wäre vielleicht auch eine Idee, vielleicht erstmal auf die aktuelle Version aufzurüsten. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Ach. I don't know. Ach, was habe ich eigentlich schon wieder für einen Quatsch gemacht? Ja, das. Nee, ist doch richtig, ich wollte schon sagen. Oh, jetzt kratzt die Katze da am Baum. Was ist denn das? Was schaffst dann du? Ich nehme hier auf. Das ist immer. Ich kann mich nur wiederholen. Immer wenn ich aufnehme, kratzt die Katze irgendwo rum oder fängt an zu quieken oder kommt sonst irgendwie komisch in die Aufnahme. So, wir machen das einfach mal so. Ich würde hier nämlich gerne noch was reinbasteln in diesen Übergang. Der müsste jetzt in etwa, Moment. Ich muss das hier mal kurz andersweitig anpassen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ist ja nicht weit. So, das ist ja hier. Muss nur noch ein paar Zentimeter gerückt werden, dass es so halbwegs richtig ist. Und dann kann ich das nämlich hier an der Stelle, über die rutsch mal da weg, über die Z-Achse genau auf die gleiche Höhe ziehen. Und habe das dann so drüben. Huch. Machen wir das nämlich so und dann können wir da nämlich auch noch ein bisschen Detail reinbringen. Ich denke mal, so als Übergang könnte das auch was werden. Das ist quasi der Bodenbereich, wo die Decke vom unteren und der Boden vom oberen Stockwerk sozusagen. Und von daher denke ich, da könnte man von außen natürlich auch noch ein bisschen Detail einbringen. Ich weiß noch nicht, was man da mal so in der Richtung irgendwie marmoriert oder was. Weiß ich nicht, was eingeschnitzt in irgendeiner Art und Weise. Moment, wie viel brauche ich da jetzt? Ich brauche drei, dann kann ich nämlich die Übergänge soweit perfekt machen, hier nach da. Habe noch einige Vertices drin, an denen sich das Ganze orientieren kann. Aber ich muss auf jeden Fall noch mehr reinbringen. Ich würde mal sagen, wir machen das mal so. Ich drücke hier erstmal jeweils zwei Edge Loops rein, um am Ende die Möglichkeit haben, da ein bisschen was draus zu machen. Und vor allem wichtig, pretty important, das Ganze erstmal auf die Mitte zu schieben. Obwohl, vielleicht muss ich es auch bis vorne hinschieben. Ah nee, wir lassen das mal so. Ich habe ja hier die. Warum ist denn das jetzt so komisch? So, ich habe ja hier diese Einkerbung
Und dann ist das quasi, ist da nochmal quasi wie so eine Art Übergang sozusagen, was ein bisschen hervorstehend ist, was man dann vielleicht auch noch ein bisschen so nutzen kann. Quasi, warte mal, ich zeige das mal in orthografischen, würde es jetzt von hier nach hier gehen, die Wand. So würde also quasi das Haus wieder ein Stück nach vorne gehen auf dieser Ecke und geht nicht nur gerade hoch, sondern geht noch so ein Haken nach vorne oder was. Ich werde das, warte mal, ich werde das mal gerade folgendermaßen machen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So hier. So. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob das richtig liegt. Hier könnten wir, warte mal, wie machen wir das? Machen wir vielleicht mal so. Oder halt auf Z. So, dann haben wir da noch mal so eine Art Steinvorsprung, Y, der da noch mal rauskommt. Und dann kann das Ganze nämlich so nach unten weggehen. Huch. Oder? Ich weiß, man sieht das jetzt gerade noch nicht ganz so gut. Aber so könnte ich mir das in etwa vorstellen. So, und dann könnte da nämlich die Verbindung sein. Dann hat man hier eine richtig detaillierte Mauer. Detaillierte. Also natürlich im Rahmen des Möglichen, mehr geht immer, aber so allgemein. Huch. Ich muss mich noch dran gewöhnen, die Maus ist neu und ich muss mich erst noch dran. Wo sind wir denn jetzt hier? Vom Kopf. Die schlägt zu spät an. So, was bedeutet, ich drücke Shift und aber die Maustaste, also schlägt zu früh an, so rum, sorry. Ich drücke Shift und die Maustaste ist aber trotzdem, obwohl ich es leicht später drücke, zumindest vom Gefühl her, schon da. Vielleicht könnte ich das ja auch so machen, dass ich das hier nochmal unterteile. Ups. Moment. So geht das jetzt nicht. Ach so. Und da noch ein bisschen abrunde. Bin gerade zu nah dran, deswegen schlägt das sowieso alles ein bisschen schneller. Warte mal, wie könnte ich denn das jetzt hier noch abrunden? So hier eventuell. Eigentlich bräuchte ich dann wirklich drei. Jetzt könnte ich den nehmen und den hier ein bisschen abrunden. Jetzt ist draußen wieder Krach. Also wenn man mal aufnehmen will, ja, das ist wirklich eine Schweinerei sowas. Was das soll, ey. Und dann hat man das hier nochmal so ein bisschen abgerundet und kann dann unten die Verbindung setzen. Das fetzt auf jeden Fall. Oder? Ich denke, das kann sich sehen lassen. So, hier muss dann natürlich auch noch was rein an die Stelle. Mal sehen, was ich da mache. Muss ich mir noch was überlegen. Ich werde mal kurz Folgendes machen, um das unabhängig bearbeiten zu können. Ein Gequäke auf dem Flur, unglaublich, was will man da sagen? So, jetzt bin ich natürlich wieder völlig raus durch die Quäke, aber man muss ja manchmal auch erstmal Bescheid sagen. Ich habe diesmal nicht Bescheid gesagt, dass ich aufnehme. Sonst nehme ich, sonst sage ich immer gerne Bescheid. Dann wissen die das auch von gleich. Und dann ist meist nicht so Gequäke. So, jedenfalls, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da einen zusätzlichen Edge Loop gezogen, um die Möglichkeit zu haben, diese obere Palette hier separat nochmal zu bearbeiten, ohne dass sie Einfluss auf die untere Struktur nimmt. Was mir wiederum die Möglichkeit gibt, nochmal Sachen zu extrudieren und so weiter. Und trotzdem bleibt dann hier dieser ganze Schnörkel, den wir gerade gemacht haben, unberührt. Und ich kann natürlich hinterher logischerweise das dank Bmesh auch wieder alles zusammenfügen. So, jetzt würde ich erstmal gerne das unten verbinden. Ich denke, das machen wir gar nicht mal so groß aufwendig. Moment. Jetzt muss ich erstmal, ich sehe natürlich hier auch nichts.